zusammen. Bereits zum 28. Mal sind in Groß-Siekatz die Austrian Open, eines der größten internationalen Rollstuhl-Tennisturniere, über die Bühne gegangen. Ein Jahr vor den Paralympics in Rio war ganz deutlich zu erkennen, nicht nur sportlich sind die Spiele bereits in aller Munde. Auch brasilianische Temperaturen sind die ersten Vorboten auf das nächste Jahr und der Veranstalter freut sich über große internationale Beteiligung. Es löst eine große Begeisterung zumindest aus bei uns allen, wenn wir die Anmeldungen reinbekommen und da kommen die Top-10-Spieler ins Waldviertel. Das ist schon was ganz Besonderes und jedes Jahr für uns wieder eine auch Auszeichnung, dass wir doch irgendwas richtig machen. 70 Teilnehmer aus 17 Nationen, darunter auch 4 heimische Athleten, die um Weltranglistenpunkte für die Qualifikation für Rio kämpfen. Alle kommen immer wieder gerne zu diesem ganz besonderen Turnier. Es macht einfach jedes Mal riesen Spaß, hier zu sein. Es kommen so viele Gefühle hoch von den letzten Jahren. Also es ist immer wieder super und ich freue mich jedes Mal hier zu sein. Leider ist das Waldviertel diesmal für die heimische Elite nicht ganz so ein guter Boden wie erhofft. Josef Riegler, etwas gehandicapt durch eine Verletzung am Unterarm, scheidet gegen den Polen Kamil Fabisiak im Achtelfinale ebenso aus wie Jungstar Nico Langmann gegen den Polen Tadeusz Kozelnicki. Nach seinem schweren Skiunfall mit Schädelbasisbruch arbeitet sich der frisch gebackene Maturant langsam wieder nach vorne. Das war nicht so, dass ich Angst hatte vor einer Gefahr im Tennis. Das war eher, dass mich geärgert hat, dass es mich so weit zurückgeworfen hat in meinem Spiel, in meinem Ding. Ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder auf dem Niveau war, wo ich vor meinem Unfall war. Für den ehrgeizigen Wiener wären Rio seine ersten Spiele. Martin Legner könnte es zum 7. Mal schaffen. Der Tiroler scheitert im Viertelfinale gegen Fabisiak, ist aber für Rio zuversichtlich. Ich bin natürlich auch dran und mein Ziel ist natürlich, dass ich die Qualifikation schaffe für Rio und da ist die Deadline 23. Mai 2016. Ich habe schon ein paar Punkte gesammelt und vielleicht kommen noch ein paar dazu, nachher hoffe ich, dass ich dabei bin. Das Finale ist eine klare Sache für die Nummer 3 der Weltrangliste, Nicolas Pfeiffer. Der Franzose gewinnt bereits zum 4. Mal dieses Turnier, diesmal in 2 Sätzen gegen den Holländer Michael Schäffers. Auch Österreichs einzige Dame, Margrit Fink, möchte nach 20 Jahren noch einmal das paralympische Flair erleben. In Groß-Siekatz scheitert sie aber in der ersten Runde. Der Sieg geht überraschend an die Niederländerin Dida de Groot, die die Nummer 1 Katharina Krüger in 2 Sätzen abfertigt. Überraschungsgast Thomas Geierspichler nutzt das Turnier, um ein wenig Abwechslung vom monotonen Rennrollstuhltraining zu haben. Wenn auch nicht in Rio, wo er hoffentlich als Leichtathlet an den Start gehen wird, für die Zeit danach ist eine Tenniskarriere nicht ausgeschlossen. Ich lasse euch wissen, was noch passiert, aber es ist nicht, ich werde sicher nicht aufhören. Also ich werde sicher mal ein bisschen mehr trainieren und einfach mal schauen, was so passiert. Was auch immer im kommenden Jahr passiert, man kann sicher sein, dass sich alle im nächsten Jahr wieder in Groß-Siekatz den letzten Schliff vor den Paralympics holen werden. Nach dem Cupsieg und dem Meistertitel in der heimischen Tischtennis-Bundesliga ist Weinviertel Niederösterreich jetzt auch erfolgreich.